Anwesend. Alle pinkeln noch? Ja, vielleicht. Wer gestern schon beim Flo war in der Session, der hat vielleicht das Startbild auch schon gesehen. Kurze Erklärung, das ist der Blick bei uns aus dem Büro. Also deswegen gibt es dieses Bild bei uns. Ja, wir halten eine Session über Richer Interactive HTML5 Content. Das ist ein Framework auf dem P, die Integration davon in Drupal, das haben wir in einem Projekt umgesetzt. Und ja, da wollen wir euch schon ein bisschen was erzählen über die Probleme, die wir damit hatten, was wir damit machen können und was sich daraus so ergeben hat. Kurz zu unseren Personen. Ich bin der Benjamin, ich bin Drupal-Webentwickler bei Überbit. Und der Strahlemann neben mir, das ist der Julian. Er macht im Prinzip das Gleiche. Hat früher bei Frontend angefangen und ja, hat sich dann doch fürs Backend entschieden. Guter Mann. Ein paar Worte zu Überbit. Wir sind eine reine Digitalagentur aus Mannheim. Wir sitzen, wie schon gesehen, direkt am Rheinufer. 45 Mitarbeiter, Kickertisch und Schnieges Office. Ja, mit Büros noch in Berlin und Stralsund und cool Arbeitsplatz eigentlich, ne? So, gehen wir ab. So, hallo. Und einer unserer Kunden ist LearnTech. Das ist eine Lernplattform von so Spin-off von Duden. Und die haben eine E-Learning-Plattform für Schüler gemacht, die wurde auch mehrfach ausgezeichnet, zuletzt bei den Flash Awards in Hamburg. Und die bieten halt Lerninhalte und Prüfungen so à la Stark für Schüler bis zum Abitur. Ist eine Drupal 7 Webseite mit ganz viel Specials drumherum. Und im letzten Jahr wurde da ein neues Konzept für Lerninhalte eingefügt. Das ist die Lerneinheit. Da werden, ich weiß nicht, kann man irgendwas lesen auf dem Screenshot? Irgendwas. Also das, was man hier sieht, ist eine Lerneinheit, die besteht aus drei Spalten. Links ist Verstehen, in der Mitte ist Üben und rechts ist Prüfen. Also wenn ein Schüler sich jetzt eines Themas annimmt, dann geht er durch diese drei Stages durch, guckt sich zuerst links ein Erklärvideo an oder einen Erklärtext, geht dann in die Übungsphase über und macht dort Übungen und rechts kann er dann sich Klassenarbeiten ausdrucken und die dann bearbeiten und mit Lösungsskizzen dann selbst kontrollieren. Und dieser mittlere Bereich, also dieses Üben, das ist das, um was unser Projekt ging. Das wurde zuerst mit dem Quiz-Modul umgesetzt und das haben wir ersetzt durch H5P. Und was quasi der Status war, wo wir waren, ist, wir konnten zwar alles Mögliche eingeben, aber so Interaktivität, dass man jetzt zum Beispiel Sachen hin und her ziehen konnte oder was in ein Textfeld eingeben konnte, war da nicht so möglich. Die Textfelder waren schon, also alles, was ein Formular kann, war so möglich, aber so fancy Zeug war da nicht drin. Und H5P kann das alles. Also wir hatten dadurch auch dann eine größere Auswahl an Fragearten, also zum Beispiel Bilder irgendwo reinziehen und Sachen zuordnen, ist da möglich. Und auch für den Redakteur am Ende ist es im Backend dann leichter, die Sachen einzugeben. Dazu werdet ihr dann später noch was sehen, wenn die Technik es zulässt. Ja, und Benny wird jetzt wieder was über die Integration erzählen. Genau, und zwar die Frage zum einen, was uns H5P bietet im Gegensatz zum Quizmodul. Die Vorteile, ja, was muss man ja haben, dass man so einen Aufwand betreibt, um eine bestehende Lösung nicht wegzuschmeißen, aber zu ersetzen durch was Neues. Vielleicht nochmal kurz zurück zu dem LearnTech. Wir haben in dem Projekt momentan ungefähr 17.000 Lerninhalte drin. Also Inhaltsnotes, die, mit denen sich die Schüler befassen können. Das ist halt schon einigermaßen größere Umfang mit der redaktionell gepflegt wird. Also dieses Framework, das erstellt
interaktiven HTML5-Content, was man sich daraus darunter vorstellen kann. Ja, was kann man mit HTML5 machen? Ziemlich viel. Das wird da alles eingebaut. Also das geht von einer einfachen True-False-Frage über ein Memory-Spiel oder eine Peer-In-Integration, die man direkt in die Seite einbauen kann. Zum Beispiel, es gibt einen interaktiven Video-Editor, wo man YouTube-Videos einbinden kann und dann quasi das Video anhalten und Fragen dazu stellen kann. Solche Sachen sind damit alles möglich. Momentan haben wir 31 Fertiginhaltstypen, oder nicht wir, sondern H5P bietet die an. Es gibt einen Editor dafür, der basiert auf dem CK-Editor, der wird dann auch im Backend eingebunden. Das Ganze basiert über iFrame. Hallo? Weil ja, das Ganze ist etwas ist komplett autark und es ist momentan eine Integration möglich in Drupal, WordPress und Moodle. Ja, diese anderen zwei komischen Sachen da, also Drupal. Ja. Das Ganze läuft unter MIT-License und ist dazu auch noch responsive. Und wir haben bis jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem Support, weil wir doch einige Probleme hatten und es gibt eine Community, die da ganz gut mitarbeitet und die Jungs sitzen in Norwegen, also wenn man in Europa nach Norden geht und sitzt in Norwegen im nördlichsten Land und geht dann ganz nach oben an den Polarkreis auf den Lofoten, da sitzen die Jungs irgendwie 16 Stunden Dunkelheit am Tag oder sowas, die machen nichts anderes außer geilen JavaScript-Scheiß. Also kommt was warum. Die eigentliche Integration in die Inhalte findet durch PHP statt. Die Anwendung an sich, das HTML, ist generiert aus JavaScript. Das ist reines JavaScript im Prinzip. Und es gibt keine Template-Files, sondern nur Template-Strings in der JavaScript-Datei. Das macht das Ganze ein bisschen knifflig. Die Integration ist über ein iFrame, also das wird auch alles per Ajax dann nachgeladen und wie schon gesagt, komplett autark. Jeder, der mal irgendwie jetzt versucht, eine Integration da in Drupal sich da vorzustellen, bei den Klingelflächern die Alarmglocken und diese Inhalte, die man erstellt, die kann man auch theoretisch dann runterladen. Das ist der Vorteil an dem Aufbau von dem Ganzen. Man hat im Prinzip, im Fall von Drupal hat man im Files-Manage-Ordner, hat man einen Unterordner, wo die einzelnen Inhalte mit den Content-IDs abgelegt werden. Da werden dann Bilder eingespeichert und Videos und Audio-Files, die man halt da drin eingebunden hat. Und theoretisch, wenn man das dann wollte, könnte man die Inhalte bereitstellen, man Download-Button, dann wird ein ZIP-Archiv runtergeladen und man kann sie zum Beispiel auch von Drupal, könnte man sie direkt rausnehmen und in eine entsprechende Moodle-Installation zum Beispiel integrieren, was halt im Bildungssektor vielleicht auch ganz praktisch ist. Bei uns in dem Fall jetzt eher nicht gewollt ist, weil die Leute sollen ja dafür bezahlen. Gut, Julian macht weiter. Benni hat schon angefangen, über die Integration zu sprechen. Ja, also die Integration, also die Ermöglichung von Erstellen von H5P-Inhalten innerhalb von Drupal wird im Grunde über ein klassisches Modul dann ermöglicht. Und was man bedenken muss, ist, wenn man so eine Frage sich anguckt, das ist nicht eine Node in Drupal, sondern die Inhalte werden zwar in derselben Datenbank oder auch in einer anderen Datenbank abgespeichert, liegen aber nicht in Drupal. Das ist einfach nur die Node ist eigentlich nur ein Container für einen H5P-Inhalt. Also und der ist ein iFrame. Was wir bei LearnAttack jetzt machen mussten, ist einmal eben dieses Modul installieren. Das ist eine ganz kleine Aufgabe gewesen. Wir mussten diese Learn Unit integrieren, also wir mussten die Aufgabentypen dann in die Learn Units reinbringen. Das ist, war schon ein bisschen was Spezielleres, nicht einfach nur installieren. Und ja, dann so ein bisschen CSS draufknallen, um das Ganze ans Corporate Design von LearnAttack anzupassen. Das war easy.
Übersetzungen und Wordings anpassen, also statt Continue weitermachen oder du hast es schon fast geschafft. Solche Dinge ist auch nicht so schwer gewesen. Dann mussten wir allerdings ein eigenes Frageset erstellen, was eine bestimmte Menge an Fragetypen enthalten kann, das es noch nicht gab. Und dann steigt man eigentlich schon ziemlich tief in so einen JavaScript-Sumpf ein. Das hat auch gut geklappt und die Anbindung des Google Tag Managers, mit dem man tatsächlich den Schüler beim Beantworten der Fragen auch beobachten kann. Also man weiß, wie lange er an welcher Frage jetzt in so einem Question Set, also in so einem durchgängigen Quiz, gearbeitet hat und ob er da wie viele Punkte gekriegt hat bei dieser Frage. Das waren eigentlich so die weniger großen Pain Points. Ja, also das Drupal-Modul, habe ich eigentlich schon gesagt, ist, das stellt so einen Inhaltstypen bereit, der eigentlich nur in der Lage ist, einen Container darzustellen für einen eigentlichen H5P-Content. Und das ist seit der neuesten Version auch in der Lage, wenn man einen neuen Fragetyp von diesen 31 oder je nachdem, wenn man an H5P glaubt, dann sind es 90, ich habe sie auch noch nicht gesehen, wenn man dann einen neuen Fragetyp braucht, wie zum Beispiel jetzt würde ich gerne ein Memory-Spiel hier einfügen, dann kann man on the fly auswählen, ich hätte gerne ein Memory-Spiel und das wird dann direkt als H5P-Package runtergeladen, in die Files Manage eingebunden und ist dann direkt editierbar und man kann direkt Content damit erstellen. Das ist schon ziemlich cool, aber das ist für uns auch nicht nötig, weil wir einen ganz eingeschränkten Bereich haben. Wir haben nur sieben verschiedene Content-Typen, die wir einbinden müssen. Oder es sind sechs. Einen mussten wir, glaube ich, schmeißen, weil der sehr schwer einzubinden war. So die großen verschieben, ja, aufschieben muss ich reden. So die großen Painpoints waren, wenn man jetzt im schulischen Kontext an so Quizzes denkt, dann ist da auch Mathe oft eine Fragestellung. Und wenn man sich jetzt so vorstellt, man muss irgendwie in HTML so eine BQ-Formel eingeben, das funktioniert mit dem CKFD alleine erstmal überhaupt nicht gut, also gar nicht. Und dafür gibt es eine Lösung, die heißt MathChecks, und die funktioniert nicht in H5P. Also da kann ich relativ stolz sagen, wir sind die Ersten, glaube ich, die es geschafft haben, MathChecks in den H5P-CK-Editor einzubinden. Der weigert sich da auch recht konsequent und man muss dann schon so ein bisschen dirty im Contrib rumhacken, aber wir haben es hingekriegt, den da zu aktivieren und sowohl im Frontend dann schöne Formeln auszugeben, als auch im Backend sie auf elegante Art und Weise eingeben zu können. Ein anderes großes Problem, was wir hatten, war Bilder einzufügen. Da wollten eigentlich, oder wir haben es jetzt auch geschafft, Bilder aus der Drupal-Datenbank in H5P-Content einzubinden. Auch die Paywall von LearnAttack hat uns da so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Und ja, zudem, dass die Bilder in H5P-Content eingefügt werden sollen und eigentlich in Drupal-File-Manage liegen sollen, wollten die Redakteure auch noch, dass die Bilder im Fließtext von diesen H5P-Contents stattfinden. Und das ist von H5P überhaupt nicht so gewollt, weil die haben eigentlich an manchen Stellen nicht mal ein CK-Editor, sondern ein eigentliches nur ASCII-Textfeld. Und da soll man eigentlich keine Bilder einfügen. Wenn man das macht, dann geht einiges kaputt und das haben wir dann nachgezogen und repariert. Und das Gleiche gilt eigentlich für Textformatierung, also so Word-Highlighting, gelber Hintergrund oder mal fett und kursiv machen. Ja, jetzt zeigen wir schon mal, wie sowas aussieht. Wir hatten so ein bisschen ein Problem mit Konnektivität. Ich habe hier nur HDMI und USB-C und Appearance ist uns zur Seite gesprungen und ich mache jetzt hier ein Screensharing von meinem Rechner auf Bennys Rechner. Dafür muss man nicht umstöpseln. Also hier sieht man so ein Quiz, das ich gestern in,
ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht oder so, mit Bilder runterladen, erstellt habe, was die 6 Fragetypen, einen habe ich doppelt, zeigt. Also die erste Aufgabe ist hier, falls man es nicht lesen kann, ordne die Logos in verschiedenen Versionen. Ah, da wollte ich zuerst Versionen nennen. Aber es geht um Orte. Weiß jemand irgendwas? Ja, die Logos werden drüber was zuordnen. Hubert von Dublin, welches Logo? Keiner da gewesen. In der Mitte. Okay. Denver? Ja, mal vorstellen. Auch mit Julian hier. So. Das ist schon 5-mal ein Spiel. Wir haben geteilt. Okay. Ja. Wie viel Zeilencode hat Drupal 8? 1,5 Millionen, 240.000 oder 560.000? So früh am Morgen solche Fragen, ne? Jeder darf reinschreiben. 560, ja. 560? Ne, nur 240. Ich war auch sehr überrascht. Und Drupal 8 hat irgendwie so in dem Diagramm, was ich, also unten ist ein Link angegeben, da habe ich so Diagramme gesehen. Also Drupal 8 hat auch irgendwie so fast doppelt so viele Zeilen wie Drupal 7. Also, aber 240.000 ist eigentlich knapp. Ja. So, die nächste Frage. Wie heißt der Erfinder von Drupal? Ist es der Dries? Ja. Jetzt müsste man das natürlich besser lesen können. So. Welche Option ist richtig? 1, 2, 3 oder 4? 3. 3? Und? Ja. Woher kommt der Name Drupal? Woher hat es einen Namen von einem? Tippfehler. Ein Tippfehler, genau. Es war nicht unbedingt der Tropfen, es war der. Es war das. Das Dorf. Das Dorf, in dem der Dries aufgewachsen ist. Und da hat er sich vertippt bei der Domainregistrierung, war das, ne, glaube ich. Und dann hat er den Tropfen rausgemacht. Der Erfinder von Drupal, ja, das hatten wir schon. Oh. Dries, ja. Wer hat aufgepasst? Wer hat installiert? So, ne? Wir werden es erleben. Und der 15. Oktober 2014 ging in die Gesichter. Nein, es war schwierig, wir haben das gestern Abend um 1 gemacht. Als der Tag des. Wobei der dann. Ja. So was wissen Sie auch. Und. Ja, ich habe nicht verpickt, wie immer. Ja, nicht so der erste. Das ist jetzt auch noch der Fragetyp. Genau. Nee, also das ist der Fragetyp Text markieren oder Wörter markieren. Du kannst das ja mal demonstrieren. Ja, also man kann hier die einzelnen Wörter entsprechend anklicken. Und die Aufgabestellung lautet, finde den Fehler oder finde die Fehler. Also, Betriebssystem ist offensichtlich. Ein grünes Logo, genau. Und ist noch ein Fehler da? Plugins. Plugins, genau, die Plugins. Sehr schön. Einmal so ein Sackunterwäsch. Das ist Text verschieben, auch so ein Fragetyp. Man muss die Wörter, die hier drüben stehen, an die richtige Stelle im Text schieben. Das heißt, der Apfelwein, das ist bekannt von manchen Leuten, Äppler wird genannt. Für mich und meine Gruppe ist zum Platz in Schaukel. Wunderbar. Genau. Nachtram? Ja, nochmal Nachtram. Simpelster Fragetyp, True False. Die erste Zeile PHP in einem Drupal-Aufruf läuft, ist
require once proven route includes bootstrapping? Ja oder nein? Also. Nur wegen Tippfehler? Genau. Das ist aber eine richtige Erklärung. Wunderbar. Ja, dann werden wir durch. Wie gut waren wir? Zeit haben wir. Wir haben noch 20 Minuten. Okay, also ich möchte euch jetzt auch nicht vorenthalten, wie man so ein Quiz jetzt bearbeitet. Das finde ich auch noch so ein bisschen spannend eigentlich. Nur nicht so schnell sein. Der wird immer an. Alles falsch gemacht. So. Also, das hier oben, wo sich meine Maus jetzt befindet, das ist noch alles ganz normale Drupal-Welt. Und ab hier beginnt eigentlich dann das iframe von H5P. Und wenn ich jetzt ein neues Frageset anlegen würde, würde ich hier in der Dropdown die Auswahl haben zwischen nix und einem Frageset, weil wir wollen nur das zulassen und keine einzelnen Fragen. Und wenn ich jetzt eine neue Frage mal hinzufügen möchte, also ich kann hier die Fragen hin und her schieben und in ihrer Reihenfolge ändern. Man hat auch grundlegend die Möglichkeit, die Reihenfolge in random zu ändern, dass also diese Reihenfolge keine Rolle spielt und irgendwas immer passiert. Ich füge jetzt mal eine Frage hinzu, dann kann ich hier auswählen, was das für eine Frage ist. Ich möchte jetzt Drag Text einfügen und meine Aufgabe lautet, sehe das Verb an die richtige Stelle. Und wenn man das jetzt als Redakteur eingibt und man müsste ja irgendwie jetzt markieren, welches das Verb ist, dann muss man das mit Sternchen machen. Und das hier unten, der Feedback-Text, das ist eine komplette Entwicklung von Benjamin und mir. Das ist ein ganz neues Feld, das war in H5P nicht vorgesehen. Das ist quasi ein Text, der immer zusätzlich zur Antwort, du hast richtig geantwortet oder du hast falsch geantwortet, kommt da noch ein zusätzlicher Hinweistext wie ja, genau, denn, werden, schreibt man eigentlich klein oder sowas. Also das hier ist der Feedback-Text. Und jetzt mache ich das nicht an die letzte Stelle, sondern ich schiebe das ganz nach vorne, weil sonst muss ich mich durch alle Fragen durchklicken und speichere das mal. Ungültiges Focus. War gestern noch nicht so, ne? Habe ich den jetzt kaputt gemacht? Habe ich den Copy kaputt gemacht, ja. Nee, ich nicht. Okay, ich kann es gerade nicht zeigen. Wenn die ist auch rausgeschnitten worden. Gut, dann würde ich sagen, also man kann sich wahrscheinlich vorstellen, was jetzt passiert wäre. Man hätte so einen Lückentext gehabt und hätte dann das Wort Verb rechts stehen gehabt und hätte es reinziehen können. Habt ihr Fragen bestimmt, oder? Ist die ein Element über eine Seite fixiert? Also kann ich auch sozusagen Seite das Wissenschaften, wo rein Content ist, was der User fürs Lernen braucht, oder muss alles auf den gleichen Beispiel? Also, meinst du es jetzt bezogen auf unser konkretes Setup? Ja, oder allgemein, ob es mit den Daten Also, in der Form, wie wir es jetzt haben, ist der ist ein H5P-Content immer auf eine Node, also auf eine Page gemappt. Und die ist bei uns
Aber also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass man so ein iFrame mit einem H5P-Content auch, du meinst, über dem iFrame kommt noch ein Text und ja, unter dem iFrame kommt dann noch was anderes. Also eher nur mit einem H5P habe ich jetzt gedacht. Du hast ja die Frage, Frage 2 fertig hast, geht es weiter, dass du dann erst eine Folie bekommst, nur Info-Content, geht es dann weiter und dann kommt es. Ja, das kann man schon machen. Wir haben es ja, also dieses Frageset ist ja so aufgebaut, man hat im Prinzip diesen Container, der lässt verschiedene Fragetypen zu, das kann man definieren. Und wenn ich da jetzt noch sagen würde, okay, ich mache jetzt einfach noch einen anderen Fragetypen oder einen anderen Inhaltstypen, ich könnte auch, keine Ahnung, ein Memory-Spiel zwischen reinbauen, sagen, das wird hier akzeptiert und hat dann einfach nur zum Beispiel Text, dann kann ich das natürlich auch einfach statt einer Frage einfach mit einbauen, einbinden. Also es wäre schon möglich. Rein Text geht sozusagen auch. Also ja, wenn man es eben definiert hat als gültige Abhängigkeit, ja, in diesem Fragetyp. Es gibt auch, also auch was so in die Richtung geht, einen Typ, der ein Video abspielt, auch ein YouTube-Video bis zu einem gewissen Punkt, dann anhält und dann kommt eine Frage, die muss man dann beantworten, dann geht das Video weiter und dann kommt nochmal eine Frage. Und ich wollte jetzt gerade auf H5P die Seite öffnen, wo alle Inhaltstypen oder Libraries, die es so gibt, dargestellt werden. Aber wir sind ja gerade offline. Oder Benny ist offline und ich habe keinen Anschluss. Ja, also ist bestimmt prinzipiell möglich, ja. Ja? Wie sieht das mit den Auswertungen oder den Ergebnissen aus? Gibt das dann schon mit der jeweiligen Benutzerart angezeigt oder kann man das schon auch global nochmal protokollieren im Sinne von so Umfrageergebnissen, dass man das dann zurückkriegt? Das ist eine gute Frage, das war auch eine Anforderung, die wir hatten. Standardmäßig speichert dieses H5P-Modul nämlich, es speichert zwar die Ergebnisse, aber es speichert immer nur ein Ergebnis pro Nutzer. Frag mich nicht warum, aber also nicht nur ein Ergebnis pro Frage pro Nutzer, sondern ein Ergebnis pro Nutzer. So. Ja, also eigentlich vollkommen sinnbefreit. Und das haben wir entsprechend auch noch angepasst an die, wir können auch noch gleich Code zeigen von den Anpassungen, die wir gemacht haben. Habt auch mal eine Vorstellung, wie das ungefähr aussieht. Das haben wir auch so gemacht, dass halt jedes Ergebnis für jeden Benutzer gespeichert wird und wir haben auch eine Auswertung im Backend für die Redakteure, wo die dann eben sehen können, welche Fragen sind beliebt, welche sind unbeliebt. Dafür natürlich auch der Google Tag Manager, die machen damit ziemlich viel, also was da gecheckt wird, ist schon einiges. Du könntest mal an den Code gehen, habt ihr dann wahrscheinlich mehr Fragen dazu, ne? Oder gibt es sonst spontan noch welche Fragen? Ja? Wie viel musstet ihr tatsächlich customizen? Also ihr habt vorhin erwähnt, dass es dieses Modul gibt. Kann man das, wenn man jetzt selber so ein Projekt hat, kann man das out of the box nutzen oder war da noch erheblich Arbeit zu machen? Also bei uns war es erstmal erheblich Arbeit zu machen, dahingehend, dass wir sehr spezielle Anforderungen haben. Eben nur bestimmte Fragetypen, es darf nur, die dürfen zum Beispiel auch nicht angezeigt werden in dieser Auswahlliste und dann halt entsprechend die Auswertung, die angebaut werden musste, die Anpassung ans CD. Dann hatten wir mit den einzelnen Fragetypen, hatten wir eben das, zum Beispiel die Sache, dass der Text markiert werden sollte. Es war theoretisch, war es jetzt gar nicht mal so schwer. Man geht einfach in dieser Konfigurationsdatei, kannst du vielleicht mal aufmachen, die ändert man einfach den Typ oder diesen Widget-Typ vom Text auf HTML. Und man hat den Editor anstatt ein Plaintext-Feld. Das ist soweit so gut. Das Problem ist nur, die Funktionsweise ist dadurch ist so, dass man das Programm geht durch und sucht eben nach den Sternchen im Text. Und hat dann einfach nur Text und sucht nach Sternchen. Und wenn man dann jetzt noch anfängt, mit HTML da reinzuschlonzen, sieht das Ganze schon mal anders aus. Also da wird der Text einfach viel komplexer. Und was hast du mir jetzt hier aufgemacht? Ich habe eine Windmühle. Genau, also jetzt zum Beispiel dieses eine Feedback-Textbild, von dem der Julian vorhin gesprochen hat, das wird hier an dieser Stelle definiert, beziehungsweise nicht definiert.
aber wir hatten zum Beispiel, es sollte nur angezeigt werden, wenn entsprechend das Quiz vorbei ist. Das heißt, wir müssten das an die entsprechenden Events im Text noch mit, in der JavaScript Library mit einbauen. Und das natürlich für jede Library, also für alle 7 Libraries. Dann mussten wir für die HTML-Geschichte mussten wir entsprechend die einzelnen Tags erlauben, wie zum Beispiel bei den Bildern. Das hat dieser Editor konsequent rausgestrippt. Er strippt alles raus, was man ihm nicht erlaubt. Das heißt, man kann den Text wild formatieren, wie man will, wenn man die Buttons im Editor hat und man speichert es. Und das, was am Ende rauskommt, ist einfach Plain Text. Also das war schon ein ziemlicher Painpoint. Also zusammenfassend, um zu deiner Frage nochmal zurückzukommen, ja, also es ist, glaube ich, ziemlich leicht. Wir haben es halt dieses Setup nicht gehabt, aber wenn man einfach nur in so ein Vanilla Drupal, so ein Vanilla H5P reinknallen will und gar nichts customizen möchte, dann ist es ziemlich simpel. Also sogar, man muss sich jetzt nicht mal mehr um die Libraries kümmern. Man hat dann einen Dropdown mit 35 oder 31 Libraries, kann dann auswählen und sofort loslegen. Also eigentlich ist es die Installation von Modul und Konfiguration von dem Modul, also durchklicken. Du hast noch Fragen, die nichts mit Code zu tun haben? Oder wollt ihr Code sehen? Will jemand kein Code sehen? Wann will kein Code sehen? Okay. Sollen wir mal lesen? Ja, wir haben einen Präsentationsmodus. Ja, hier sieht man das Template von einem Question Set. Und eigentlich ist das Question Set nichts anderes als ein Container für Container von Libraries von H5P. Und die eigentliche Magie ist in Zeile 42. Da ist der Question Container und der wird dann per jQuery on the fly gefüllt von den einzelnen Libraries. Zu debuggen ist es so richtig hart, weil man in aggregierten JavaScript-Dateien sich bewegt, die man nicht wirklich mehr nachvollziehen kann und wo auch der Ablauf unklar ist. Aber nach ungefähr 2 Monaten Arbeit an H5P haben wir es ziemlich gut verstanden, uns in diesen Dateien zu bewegen. Also customizen ist ein bisschen tricky am Anfang. Insbesondere, weil wenn man in der normalen Entwicklung ist, arbeitet man ja mit diesen H5P-Dateien. Das heißt, man ändert irgendwas am Code, muss dann das Verzeichnis, an dem man gearbeitet hat, in eine ZIP-Datei verpacken, die ZIP-Datei umbenennen in eine H5P-Datei, die H5P-Datei dann über das Library Management von Drupal hochladen in Drupal, dann den Cache clearen und dann kann man sehen, was der Code gemacht hat. Also das muss man sich nur an ein bisschen längere Entwicklungszyklen gewöhnen. Das H5P-Modul an sich, das stellt natürlich auch ein paar Hooks bereit. Zum Beispiel gibt es hier diesen Hook, H5P-Scripts Alter, der erlaubt es allen entsprechend noch einfach JavaScript-Dateien einfach dran zu hängen, mit denen man dann halt auch noch zum Beispiel das Verhalten einfach ändern kann. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das erste, das sind allgemeine Overrides, dann haben wir hier was zum Beispiel ab Zeile 61 für die Leute, die nicht angemeldet sind, die sollen das nicht sehen, sondern wieder einen anderen Inhalt sehen. Und ganz unten am Ende, das sind Verhaltensübersteuerungen vom Editor, weil wir natürlich eigene Plugins gebraucht haben, wie zum Beispiel das Machtchecks. Wir wollen ja nicht ans Contrib-Modul rangehen, so wenig wie möglich, sondern halt entsprechend vernünftig arbeiten. Dann kann man die Semantics ändern. Das sind die einzelnen Einstellungen. Also hier kann man den Feldern zum Beispiel sagen, das soll alles erlaubt sein an HTML-Text und weil sonst ignoriert er einfach komplett alles. Das gleiche wie bei den Scripts auch, kann man CSS-Dateien hinterlegen und einfach den vorhandenen Style überschreiben.
ist es relativ gut gemacht eigentlich. Man holt sich aus der, man holt sich quasi aus dem Quelltext die Klassen und schreibt ihnen die CSS-Datei und sagt, die sollen jetzt so aussehen und dann funktioniert das. Das war eine der dankbarsten Aufgaben. Und schließlich haben wir zum Beispiel auch noch hier den Menüalter, wo wir hier den Finished.json geändert haben. Der geht jetzt hier auf eine AffenBuildSetFinished-Funktion. Die ist hier unten und das ist zum Beispiel das Datenbank-Query, das ich geändert habe, um die einzelnen Ergebnisse für alle Benutzer, für alle Fragen zu speichern. Also das war einfach nur ein DB-Update. Und hat halt nur die User-ID und die Content-ID und die Punkte gespeichert und war halt ein bisschen, ja, simpel, weil ein bisschen, also, ja. Habt ihr noch Fragen? Also was wir noch in den Tabs hier offen haben, ist eine Umsetzung, wie wir dieses Feedback-Textfeld in H5P rein implementiert haben. Das ist allerdings, würde ich sagen, ein bisschen umfangreicherer Aspekt, der auch in mehreren Dateien sich niederschlägt. Deswegen möchte ich das auch wegen dem zeitlichen Rahmen jetzt nicht hier machen, aber wenn es jemanden interessiert, da könnt ihr gerne auf uns zukommen, aber auch uns anschreiben bei Support, wie man da einsteigt in so ein bisschen H5P, würden wir auf jeden Fall gerne behilflich sein. Habt ihr jetzt noch Fragen? Final, letzte Frage. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, auch im Namen von Benny. Und einen schönen Tag noch.